einfach mal die Zeit. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag WagYu, Open Layers und Vue.js in der Praxis. Mein Name ist Christian Meyer, bin von Haus aus Geoinformatiker, OSGeo Charter Member, bin Gründer und Inhaber von Maximum. Wir bieten Dienstleistungen rund um Open Source GIS an und ich bin auch der Initiator vom WagYu-Projekt. Wie bereits gesagt oder im Titel ersichtlich, WagYu ist quasi ein Open-Source-Projekt, was die beiden Bibliotheken OpenLayers und Vue.js kombiniert und dadurch ein gebrauchsfertiges Applikationstemplate für anspruchsvolle WebGIS-Applikationen bereitstellt. Das Projekt habe ich 2018 gegründet, habe da auch in dem Jahr in der FOSGIS schon einen Vortrag zugehalten. Wer da quasi ein paar Hintergrundinformationen braucht, wie die Historie war und wie das Ganze angefangen hat, kann da in den super Videos, die ja immer aufgezeichnet und online gestellt werden, das dann noch nachholen. Wir haben hier kurz noch technische Schwierigkeiten aktuell. Ich versuche auch gerade so ohne Slides irgendwie zu überbrücken. Dürfte aber jeden Moment soweit sein. Ich mache gleich mal weiter, kurz mich vorzustellen. Mein Name ist Jakob Miksch, ich bin an der Universität Salzburg, Fachbereich für Geoinformatik und bin auch sonst freiberuflich tätig, hauptsächlich programmiere ich mit allen im ganzen Geo-Open-Source-Bereich, also von Android-App, Datenbank, Web-Mapping. Und ich bin auch jetzt über den Christian zu WagYu gekommen und habe das als ein sehr nützliches Tool kennengelernt. Es ist im Prinzip ein Template, um eine Web-Applikation zu starten und hat den Vorteil, dass es relativ leichtgewichtig ist und leicht zu konfigurieren. Also man sieht schon, man hat jetzt alle typischen Eigenschaften, die eben ein Web-Template oder eine Web-Map braucht. Und insgesamt haben wir jetzt nicht von Scratch angefangen, sondern WagYu baut auf Open Layers und auf Vue.js auf, und von OpenLayers haben wir jetzt schon einen ausführlichen Vortrag gehört. Und Vue.js, für die, die es nicht kennen, das ist ein Web-Framework, und vielleicht noch vor 10 Jahren war es so, dass man sein JavaScript, HTML, CSS direkt geschrieben hat und mehr oder weniger direkt an den Client weitergeschickt hat. Und mittlerweile hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt, dass man ein Framework hat, das einem schon mal ganz viele Sachen abnimmt und dann den Code transpiliert und dann auch für viele verschiedene Betriebssysteme optimiert und hilft eben einem, eine ordentliche Struktur zu haben, gerade wenn jetzt die Webprojekte komplexer werden. Und in den letzten Jahren hat sich jetzt eben auch Angular oder React zum Beispiel waren sehr groß, und jetzt aber hat in den letzten paar Jahren auch Vue.js den Siegeszug angetreten und ist wirklich sehr, sehr populär und ist auch besonders dadurch bekannt, dass es relativ ein wenig Stein in den Weg legt. Das ist, gibt eine Struktur vor, aber man kann auch seine eigenen Sachen erledigt bekommen und hat eben der Einstieg ist relativ leicht. Genau, nochmal zu Open Layers. Wir haben auch die neueste Version, das heißt, alle Features, die jetzt das Open Layers die neueste Version hat, die ist auch in WagYu drin, also von Vektorkacheln und bis zu den allerneuesten eben Einstellungen, was wir zum vorherigen Vortrag gehört haben, kann WagYu alles. Dann Vue.js, wie schon gesagt, das ist ein großes Framework, wo schon ganz viele Tools mit dabei sind, also es wird dann im Hintergrund wird es über den Node Package Manager wird alles gebaut. Man kann sich dann in seiner Applikation die ganzen Bibliotheken, die man braucht, kann man sich reinziehen, und es wird dann gebaut, und man kann auch beim Entwickeln direkt sich einen Live-Server aufsetzen, der dann mit Hot Reload alles ändert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Änderung mache in meinem Code, dann wird der im Normalfall sofort in meiner Testinstanz gezeigt, und das ist eben sehr angenehm fürs Entwickeln.
Zusätzlich ist es noch so, dass Vue.js im Prinzip nur die Architektur oder die Grundstruktur vorgibt. Und wenn man jetzt Benutzeroberflächenelemente haben möchte, dann kann man die entweder selber schreiben oder auch da gibt es jetzt viele Bibliotheken. Und einer der bekanntesten und meist benutzten bei Vue.js ist Vueify und ist vom Design her mit Material Design und stellt eben sehr viele Komponenten bereit, wie zum Beispiel ein Kalender-Widget oder so. Also wenn man jetzt ein Datum eintragen möchte, kann man sich einfach dann das Kalender-Widget nehmen oder eine Tabelle, wo dann automatisch sortiert wird, weil das dauert wirklich sehr lange, bis man das selber schreiben würde. Und es gibt schon sehr viele Entwickler, die genau das eben programmiert haben. Man kann sich das einfach nehmen und dann hat man quasi eine sehr gute Komponente in seiner eigenen Applikation drin. Und jetzt nochmal insgesamt gesehen, Vue.js hat ein, wie gesagt, baut auf, oder genau, Vue.js ist das Framework, OpenLayers ist die Mapping-Bibliothek und Vueify ist die, stellt die, Benutzeroberflächenkomponenten bereit und Vecchio bringt das eben alles unter einen Hut und sammelt es und sorgt eben für einen einheitlichen Bildprozess. Zur Qualitätssicherung sind auch Unit-Tests dabei. Das, für die Leute, die es nicht kennen, das sind im Prinzip kleine Tests, ob die Anwendung noch funktioniert. Also die werden automatisch gemacht, weil oft ist es so, dass man, wenn die Anwendung größer wird, hat man eben viele verschiedene Teile. Und wenn man an einem Teil was ändert, kann es eben sein, dass am anderen Ende der Anwendung irgendwie ein Fehler auftritt. Und das merkt man oftmals gar nicht. Und wenn man eben mit automatischen Unit-Tests jede einzelne Komponente immer automatisiert testet, dann stellt man eben sicher, dass die Qualität langfristig gegeben ist und dass, wenn man eben eine Änderung macht, dass das dann nicht irgendwas zerbricht im Bereich, wo man eben gar nicht erwartet hätte. Dann ESLint ist direkt schon integriert, das heißt, der JavaScript-Code wird automatisch formatiert, beziehungsweise wenn der Code oder die ganze Syntax nicht ordentlich ist, dann wird ein Fehler geworfen. Und da komme ich auch noch später nochmal genauer drauf, aber es ist jetzt so, dass die App ist, kann man, also den Teil, den man selber hat, der ist getrennt von der Core-Komponenten. Das heißt, man kann sich sehr viel selber dazu bauen und hat aber trotzdem noch alle bestehenden Komponenten von Core Vecchio. Und wenn Vecchio dann abgedatet ist, kann man sehr einfach sich die Core-Komponenten updaten, während seine eigenen Komponenten in einem anderen Ordner liegen und einfach weiter funktionieren. Und was an Vecchio was es eben besonders spannend macht und was besonders angenehm ist, dass es eben ein Configuration Engine hat und das kann man jetzt hier über diese innovative Grafik hier sehen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Also man hat, diese soll ein Textfile darstellen, das man einfach verändern kann. Und dieses Textfile generiert dann automatisch die Anwendung. Das bedeutet, ich kann in dieses Textfile reinschreiben, wie meine Anwendung heißt, auf welchen Punkt sie zentriert ist, welche Grundfarbe sie hat, welche Zoomstufe und so weiter. Und dann kann ich mir über die Layer, ich kann mir bei den ganzen Layern eingeben, welche Layer ich haben möchte, welche Eigenschaften. Und dann habe ich noch sehr viele verschiedene Module, die ich anzeigen kann. Und das sind zum Beispiel Klassiker wie das Messwerkzeug, der Layer-Switcher, Feature-Info, Zoom zum Ursprung oder Hilfefenster. Können wir später nochmal genauer anschauen. Jetzt eine spannende Sache ist noch, dass im Gegensatz zu anderen Web-Frameworks ist es so, dass es nicht, dass Vecchio direkt auf mobil optimiert ist und sozusagen mobile first, das heißt, es ist auf allen Endgeräten verfügbar, weil
es gibt auch viele Web-Frameworks, die schon sehr viel sehr alt sind und halt ursprünglich auf dem Desktop konzipiert wurden und es nachträglich erst auf mobil umgestaltet werden, was oft aber nicht so gut funktioniert. Und während Vecue funktioniert eben direkt auf genau auf allen mobilen Endgeräten. Dann ja. Kurz dazu, also das Stichwort ist Mobile First und da profitieren wir natürlich von den, ich nenne es mal Vater- oder Mutterbibliotheken. OpenLayer selbst ist Mobile First, das heißt direkt für Mobilgeräte optimiert. Vue.js selbst kann das auch und dafür profitieren wir und das ziehen wir stringent durch in Vecue. Kurz noch ergänzend zur Konfiguration, was du angesprochen hattest. Im einfachsten Fall bedeutet das für Sie, dass Sie ein Standard-WebGIS mit diversen Layern, Standard-Werkzeugen und so weiter aufsetzen können, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Das heißt, Sie checken das aus, ändern die Konfiguration, starten den Webserver oder deployen das bei Ihnen auf einem Webserver und haben dann quasi eine Standard-WebGIS-Applikation, nur indem Sie einen Konfigurationsfile quasi ändern. Genau, dann jetzt noch ein paar Infos, was under the hood quasi passiert, weil genau, im Prinzip ist es nämlich so, dass Vecue quasi nach außen hin hat es eben schon viele Funktionen, aber selber ist quasi, gibt es eben auch viele Funktionalitäten wie die Konfigurationsfile. Also man kann jetzt quasi alles wird über das Config-File generiert und es ist auch so, dass man verschiedene Config-Files sofort in die Anwendung reinlegen kann und sie dann über einen bestimmten Parameter in der Adresszeile öffnen kann. Das kann ich jetzt hier in dem Video mal demonstrieren. Ich habe jetzt hier unten links habe ich jetzt einen Ordner mit verschiedenen Konfigurationsdateien und die kann ich jetzt hier in meiner laufenden Testinstanz einbinden. Und jetzt, wenn ich, also hier oben sieht man das Kürzel App-Context und wenn ich den leer lasse, dann habe ich einfach meine Standard-Konfiguration. Und ich kann jetzt aber oben direkt hier in meine in meine Adresszeile kann ich jetzt eine andere Konfiguration reingeben und habe somit ein komplettes Look and Feel von der Applikation geändert. Das heißt, ich kann, es gibt eben viele verschiedene Möglichkeiten, wenn ich jetzt von einem Projekt eben verschiedene Ansichten auf eine Karte haben will, dann kann ich die eben nur durch die Konfiguration ändern und muss jetzt nicht da großartig programmieren anfangen. Das gleiche jetzt hier noch als Beispiel, jetzt als Projected, also hier kann man eben auch eingeben, dass in der Konfigurationsdatei nicht ausschließlich Webmercator ist, sondern hier mit von unserem noch einen Beitragenden aus den Niederlanden, der hat jetzt was eben gemacht, dass die Projektion eben direkt ein lokales Koordinatenbezugssystem ist. Und wie wir vorher schon gesagt haben, im Prinzip ist wird Vecue direkt über einen Konfigurationsfile erstellt und um das leichter erstellen zu können, haben wir jetzt ein QGIS-Plugin entwickelt, mit dem man einfach die Layer, die man haben möchte, in QGIS reinbekommt und die kann man exportieren und hat dann schon direkt eine gültige Vecue-Konfiguration und kann die dann erweitern. Und das haben wir jetzt hier mal dargestellt. Ich habe jetzt hier ganz normal das QGIS geöffnet und ich habe jetzt hier ein GeoJSON, das auf einem entfernten Server liegt und habe hier das Plugin, das ist bewusst sehr minimalistisch gehalten, weil im Prinzip einfach die Layer, die jetzt in der im Layer-Tree sind, werden dann direkt in die Konfiguration reingezogen. Bis jetzt unterstützen wir GeoJSON und WMS und jetzt sind jetzt in den nächsten Wochen geplant, dass die dazukommen und man kann sich dann quasi über QGIS direkt die Layer, die man haben möchte, reinziehen, die Konfiguration erstellen und das schauen wir uns mal an. Genau, der initiale Gedanke hierbei war, dass, wie erwähnt, wir die Vecue-Applikation komplett über die Konfiguration steuern können. Das ist ein JSON-File, textbasiert. Relativ einfach, wenn man technisch affin ist, das zu ändern. Ist aber nicht für jedermann gut handhabbar und da haben wir gesagt, eigentlich müssen wir diese Textdatei oder diese JSON-Konfiguration über eine GUI konfigurieren können.
Und haben überlegt, ja, schreiben wir da selber noch eine Web-GUI dafür oder wie machen wir das? Und haben überlegt, naja, welche GUI im GIS-Bereich benutzt denn so ziemlich jeder oder im Open-Source-GIS-Bereich? Ja, ist QGIS. Und QGIS ist super cool, hat diese Plugin-Schnittstelle und haben überlegt, als ersten Wurf, als Proof of Concept, schreiben wir einfach ein QGIS-Plugin oder beziehungsweise hauptsächlich der Jakob hat das geschrieben, was quasi die Layer, die ich im QGIS importiert habe und dargestellt habe, exportiert direkt in eine valide WebView-Konfiguration, sodass ich das direkt als WebGIS mir anschauen kann. Ja, und jetzt hier in diesem haben wir ein Beispiel, das wir auch einfach Beispiel nennen. Das speichern wir dann einfach in unseren WebView-Ordner rein als App-Konfiguration Beispiel. Die habe ich jetzt hier drin und habe die in meinem Webbrowser, kann ich dann einfach oben eingeben, ich habe jetzt hier mein Beispiel und wie man jetzt hier sieht, ich habe jetzt hier dieselben Punkte wie in meinem QGIS und jetzt zeigt mir noch kurz, wie das dynamisch eben funktioniert. Jetzt zeigt mir, wie man die Konfiguration öffnet. Also das ist ein ganz normales JSON. Auf den ersten Blick schaut es viel aus, aber es ist im Prinzip ganz einfach. Also es gibt immer einfach einen Parameter und man kann dann seine Sachen eingeben. Also zum Beispiel Titel und dann kann ich jetzt hier meinen gewissen Titel eingeben. Und jetzt hier habe ich einen Layer, den Remote GeoJSON Layer. Und jetzt nehme ich den jetzt einfach mal weg. Und speichere ich das und mache nur Refresh in meinem Browser, in meiner laufenden Instanz und sofort ist auch der Layer weg. Und das gleiche kann ich jetzt eben machen, wenn ich mit QGIS kann ich mir jetzt dann die Datei wieder erzeugen und ist eben sofort in meinem Ordner und ich refresh wieder und es ist wieder da. Also nur nochmal zu zeigen, dieses Konfigurationsfile ist mit der laufenden Instanz eben wirklich super verbunden und also direkt verbunden und eine kleine Änderung kann eben sofort dann die Änderung in der Benutzeroberfläche oder in der Webseite erzeugen. Dann magst du noch kurz die Beispiele. Genau, noch eine kurze Ergänzung dazu, was wir auch noch gemacht haben im letzten Jahr, was da im letzten Vortrag passiert ist. Das Ganze ist dockerisiert. Das heißt, die können ihre WebView-Installation auch über Docker vornehmen. Es gibt bei Docker Hub ein fertiges Image, was sie sich ziehen können und in ihrem Docker-Setup deployen können und können dann entsprechend die Konfiguration einfach reinmounten und haben dann so alle Variabilität, die sie brauchen, um quasi mit dem WebView-Core ihre WebGIS-Anwendung zu bauen. Darauf ergänzend noch kurz, Sie können auch neben der Basisfunktionalität, die mitgeliefert wird, auch eigenen Code schreiben, quasi ja, so nach dem Add-on-Prinzip eigene Business-Logik und eigene Widgets hinzufügen, wenn Sie selbst Web-Developer sind. Genau. Wir hatten hier noch ein paar Screenshots vorbereitet, dass Sie einfach sehen, dass das keine Luftschlösser sind, die wir hier erzählen, dass wir auch damit Kundenapplikationen bauen können in verschiedenster Ausprägung. Aufgrund der fehlenden Zeit würde ich da jetzt einfach mal so ein bisschen semi-automatisiert durchgehen, um dann noch kurz einen Ausblick geben zu können. Und zwar, ja, wie gesagt, wir basieren halt auf den drei Vaterbibliotheken, Vue.js, Vuetify und OpenLayers. Bei OpenLayers sind wir schon auf der aktuellsten Variante oder aktuellsten Version 6.2.1. Vue.js hat wohl dieses Jahr ein Major Upgrade für die Version, also die Version 3 als Major Upgrade angekündigt. Das heißt, das müssten wir dann auch nachziehen. Genauso bei Vuetify gibt es die neue Major Version 2 schon. Das heißt, hier sind wir quasi in der Bringschuld, das dann entsprechend auf die aktuellsten Versionen hochzuziehen. Wir wollen neueste Features draufsetzen, wie zum Beispiel ein Routing-Widget, um Routing-Dienste anzusprechen. Geocoding war geplant, das ist jetzt hier durchgestrichen, nicht weil es wegfällt, sondern weil es schon erledigt ist. Der Just van den Broeke, vielleicht schaut er zu, hat es schon länger entwickelt und hat es die Woche eingespielt in die Basisbibliothek. Ansonsten wollen wir natürlich auch die Community erweitern, wollen das Projekt bekannter machen, wollen sie animieren mitzumachen, es zu testen, vielleicht auch Bug-Reports zu schreiben, uns Feedback zu geben, sodass die Community wächst und das Projekt einfach stetig immer besser wird. Vielen Dank. So, dann danke ich euch und eine Frage wäre vielleicht noch möglich. Also, danke nochmal. Ah ja.
Styles werden bis jetzt noch nicht übernommen. Also wenn man zum Beispiel einen WMS-Layer hat, dann ist der automatisch ja schon gestylt, aber prinzipiell ist es also durchaus denkbar, dass man auch den Kugel-Style dann übernimmt und in die Vecchio-Konfiguration reinschreibt. Man muss auch dazu sagen, es ist möglich, in der Vecchio-Konfiguration direkt in dieser Konfigurationsdatei direkt den Style noch zu definieren. Ja, also das QGIS-Plugin ist tatsächlich Bleeding Edge. Das ist jetzt gerade erst entstanden. Wie gesagt, das ist ein erster Prototyp. Die Styles werden, also wenn noch übernommen. Wir haben eine Möglichkeit in Vecchio, die Vektordaten zu stylen mit einer eigenen Auszeichnung. Werden respektive das auch ausbauen, eventuell das Geostyler-Projekt, wo wir gleich noch einen Vortrag zu haben, einbinden, sodass man da vielfältigere Möglichkeiten hat, auch anspruchsvolle Styles quasi darzustellen.